Ich brauche einen Rat. Ach, und nur eine freundliche Warnung. Wenn du mich nochmal verarschst, verlierst du ein paar Zähne. Bin ganz Ohr. Moment mal. Was soll denn das bedeuten? Die hat er sich von seinem Taschengeld gekauft und will nicht, dass du sie isst. Ha. Du warst doch schon mal zur Paarberatung, oder? Ja, warum? Weil ich mit Chelsea hingehe und wissen will, worauf ich mich da einlasse. Es wird dir gefallen. Ach ja? Aber natürlich. Einmal die Woche sitzt du mit deiner Liebsten auf der Couch, während sie dir die Eier abkneift und von unten bis in deine Brusthöhle fährt und dann das hier tut. An deinem Herzen. Das hört sich ja nicht gut an. Oh, es ist furchtbar. Aber das ist es wert, weil du eine Fremde dafür bezahlst, dass sie zusieht, wie dein Leben durch den Fleischwolf gedreht wird. Zusammen mit deinem Geld und deinem Haus und deinem Auto und dem letzten winzigen Fetzen deiner Selbstachtung. Vielleicht bist du nicht der Richtige für eine Auskunft. Oh, doch, 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 doch. Ich bin genau der Richtige für eine Auskunft. Als Judith und ich anfingen, hatten wir nur ein paar normale Probleme. Und seit wir aufhörten, wohne ich auf deiner Couch. Gelobt sei die Paarberatung. Du isst doch wohl nicht einen meiner Puddingbecher. Nein. Charlie? Ja? Wie war denn die Paarberatung? Willst du das wirklich wissen? Ja. Immer raus damit. Au. Wieso? Wieso machst du das? Ach, weißt du, dasselbe habe ich mich auch schon gefragt. Und das Einzige, was mir einfiel, ist, dass ich es zum Schießen finde. Weiter so. Lach nur. Das waren die schrecklichsten 50 Minuten meines Lebens. Ich habe dich doch gewarnt, oder? Ja. Ausführlich. Ich wette, deine Eier sind jetzt in einem Einmachglas. Nein, ich hab sie noch. Gehst du nächste Woche wieder hin? Aha. Für $180 die Stunde? 240. Staatlich anerkannt. Ihr beide kommt ruckzuck wieder zusammen. Hey, auch wenn du mit der Beratung kein Glück hattest, werd ich doch wohl Glück haben dürfen. Genau, genau. Du musst es nur lang genug einreden. Suchst du was? Da verstehe ich keinen Spaß, Kleiner. Jetzt her mit dem Pudding. Oder es wird dir leid tun. Nimm dir einen Apfel. Der hat gemerkt, dass ich blöffe. Au!